Reine Bewusstheit finden. Reines Bewusstsein ist die Wunderzutat des Lebens, die Essenz von Gesundheit, Glück, Wohlstand und Kraft. Die Grundlage des Lebens. Das Leben an sich. Es ist immer bei Ihnen, überall. Ein unermesslicher, unerschöpflicher Schatz, den Sie nur erkennen und wahrnehmen müssen. Dieser Schatz ist so selbstverständlich, dass Sie sich seiner einfach nicht bewusst waren. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sahen. Und es hat Ihnen auch niemand gesagt, dass Sie schon Ihr ganzes Leben lang auf der Schatzkiste des reinen Bewusstseins sitzen. Die Heilwasser des unbegrenzten Lebens Sie unaufhörlich mächtig durchfluten. Lassen Sie uns die Schatzkiste des reinen Bewusstseins öffnen. Sorgen Sie dafür, dass Sie 20 Minuten nicht gestört werden. Setzen Sie sich bequem und aufrecht hin. Ihr Rücken ist gerade, Ihre Beine stehen gerade und fest auf dem Boden. Ihre Hände liegen auf Ihren Oberschenkeln. Beobachten Sie, welche Gedanken Ihnen durch den Kopf gehen. Woran denken Sie? Sie beobachten, wie Gedanken, Bilder, Gefühle auftauchen, vorbeiziehen und verschwinden. Sie sind der unbeteiligte Beobachter. Wie der Zuschauer in einem Kinofilm. Sie sind nicht Ihre Gedanken. Sie sind nicht Ihre Gefühle. Sie sind der reine Beobachter dieser Projektionen von Gedanken, Gefühlen, Bildern, Ihrem Leben. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug. Beobachten Sie nun Ihren Körper. Die Position Ihres Körpers im Raum. Die Kontaktflächen auf dem Sessel. Die Kontaktflächen Ihrer Hände auf den Oberschenkeln. Beobachten Sie den Muskeltonus Ihres rechten Fußes. Ist er angespannt? Entspannt? Sie beobachten nun Ihren rechten Fuß bis zu den Knöcheln. Sehr gut. Nun beobachten Sie ganz unvoreingenommen Ihren linken Fuß. Welche Temperatur hat Ihr linker Fuß? Außen? An den Fersen, am Knöchel, innen. Wie fühlen sich die Knochen Ihres linken Fußes an? Nehmen Sie nur wahr, beobachten Sie.
ihr linkes Bein bis zur Hüfte. Beobachten Sie, was Sie an und in Ihrem linken Bein wahrnehmen. Wenn Sie andere Gedanken wahrnehmen, nehmen Sie Notiz davon und beobachten ganz unbeteiligt wieder Ihr linkes Bein. Nun Ihr rechtes Bein. Hat sich Ihr rechtes Bein verändert? Wie ist es, wenn Sie sich nun beider Beine gleichzeitig gewahr werden? Beobachten Sie beide Beine gleichzeitig. Beobachten Sie Ihre linke Hand. Ihre rechte Hand. Beide Hände gleichzeitig. Ihren rechten Arm. Ihren linken Arm. Ihren linken Fuß und Ihren rechten Arm gleichzeitig. Ihre Arme und Beine gleichzeitig. Was nehmen Sie wahr, wenn Sie sich Ihre Arme, Beine und Ihres Rückens gleichzeitig gewahr sind? Sie bemerken, dass eine tiefe Ruhe und Entspannung in Ihrem gesamten Körper und Geist vorhanden ist. Ihr Atem langsam, ruhig und flach ist. Beobachten Sie Ihren Kopf. Wie fühlt sich Ihr Kopf im Verhältnis zum Rest Ihres Körpers an? Beobachten Sie einfach nur. Sie sind sich nun Ihres gesamten Körpers gewahr. Nun beobachten Sie die Gegend Ihres Herzens. In der Mitte, etwas links in Ihrem Brustkorb. Beobachten Sie, was Sie dort wahrnehmen. Ihr Herz, welches sanft, ruhig, gleichmäßig
und gleichzeitig kraftvoll schlägt. Ihr ganzes Leben tat es dies, ohne dass sie etwas dafür tun mussten. Sie sind sich ihres Herzens gewahr. Beobachten Sie, wie Ihr Herz das Blut kraftvoll und harmonisch durch Ihren Körper bewegt. Mit jedem Herzschlag dynamisiert es Ihr Blut, lädt es mit reiner Energie auf, mit unerschöpflicher Kraft. Beobachten Sie Ihr Herz und nehmen in der Mitte einen hellen Punkt wahr. Ein Punkt gleißenden, weiß-goldenen Lichts. Beobachten Sie diesen Punkt. Immer bewusster wird Ihnen dieser Punkt und Sie beobachten in diesem Punkt gleißenden Lichts aneinandergereihte Zellen, Muskelzellen, Nervenzellen. Sie beobachten in diesen Zellen harmonisch angeordnete Moleküle. Zwischen diesen Molekülen, welche aus kugelförmigen Atomen aufgebaut sind, beobachten Sie immer deutlicher halbdurchsichtige, nebelhafte Kraftlinien. Die Atome kommunizieren miteinander und tauschen Fäden von Energie untereinander aus. Diese pure und kraftvolle Energie macht die Zellen Ihres Herzens lebendig. Nun beobachten Sie ein einzelnes Atom. Eine leuchtende Kugel. Sie tauchen ein in diese Kugel. Immer größer wird sie. Sie kommen in dieses Atom hinein. Die Hülle zieht an ihnen vorüber und sie beobachten das Innere des Atoms. Immer schneller, wie in einer Rakete, fliegen sie tiefer in das Atom hinein und beobachten eine unendliche Weite. Sie blicken umher, nehmen wahr, blicken zurück zur Hülle des Atoms. Sie bemerken, dass es diese Hülle gar nicht gibt. In dieser tiefen Ebene nehmen Sie wahr, wie Elektronen unendlich schnell umherschwirren und ihre Kreise ziehen, dort, wo sie vorher die Hülle des Atoms beobachteten. Elektronen tauchen auf, verschwinden, kreisen umher.
Sie beobachten, wie einzelne Elektronen auftauchen, in das Nichts verschwinden und an mehreren Orten gleichzeitig wieder auftauchen. Faszinierend, nicht wahr? Die Elektronen tanzen die Symphonie des Lebens. Nun nehmen Sie wieder den Kern des Atoms wahr. Ein gleißendes Licht gleich der Sonne. Immer tiefer tauchen Sie in das Atom ein und beobachten, wie der Raum immer weiter wird. Die Elektronen sind nun von der Sonne beleuchtete Planeten. Immer weiter vergrößert sich ihr Bewusstsein und sie sehen den Kern des Atoms, wie er vibrierende Energie- und Lichtwellen ausstößt. Sie dringen in den Kern ein, reisen durch den Schleier der Lichtwellen, welcher sich immer mehr lüftet. Er vergrößert sich und sie bemerken, dass er aus wellenartigen, wohlgeordneter Anordnungen von funkelnden Lichtpunkten besteht. Immer tiefer reisen sie in den Kern. Unendlicher Raum tut sich vor ihnen auf. Die funkelnden Bestandteile des Atomkerns erscheinen nun wie spiralförmig angeordnete Sonnensysteme. Ruhig und unendlich kraftvoll drehen sich diese lichtvollen Spiralen im unendlichen Raum reiner Leere. Und sie reisen noch tiefer in das Atom und beobachten, wie sich eine unendliche Anzahl von Galaxien zu einem wohlgeordneten Muster zusammenfügen, ähnlich wie die Verbindungen des Nervensystems. Noch weiter dehnt sich ihr Bewusstsein, sodass sie beobachten, wie sich das All, die gesamte Schöpfung, zu einem Ei verdichtet. Vollkommene Harmonie und Ordnung. Unendliche Ruhe. Unendliche Kraft. Sie beobachten nun den Mittelpunkt des Universums. Und noch weiter tauchen sie in den unendlichen Raum ein. Das gesamte Universum, das kosmische Ei, wird immer kleiner und kleiner. So groß wie ein Osterei, wie ein Stecknadelkopf gleißenden Lichts, so groß wie die Spitze einer Stecknadel.
und die Schöpfung kommt zu einem Ende. Sie sind sich nun des reinen Bewusstseins gewahr, jenseits von Gedanken, Emotionen, Pflichten. Das reine Bewusstsein enthält die unerschöpfliche Kraft der gesamten Schöpfung und noch mehr. Nie versiegende Kraft, jegliches Wissen, was es jemals gab, jemals geben wird. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gleichzeitig. Jetzt. All dies steht Ihnen zu jeder Zeit zur Verfügung, in der Leere Ihres Geistes. In der Leere, welche alles, das All, enthält. Ihr reines Bewusstsein, vollkommene Ruhe, unendliche Kraft. Ruhe ist Kraft. Der Ursprung alles Erschaffenen. Sie sehen, dass das reine Bewusstsein schon immer Ihr Begleiter war. Sie erkennen, dass Sie das unendliche reine Bewusstsein schon immer waren. Sie haben es nun wiedererkannt. Es ist näher als Hände und Füße. Niemand kann es Ihnen nehmen. Nichts kann es zerstören. Es kann Ihnen alles geben. Sie sind sich nun wieder Ihres Körpers gewahr. Bemerken Sie, wie sich Ihr Körper jetzt anders anfühlt. Entspannt, ruhig und strotzend vor Kraft. Ganz. Atmen Sie mehrmals tief und beginnen langsam Ihre Arme und Beine zu bewegen. Öffnen Sie langsam Ihre Augen und blicken im Zimmer umher. Bleiben Sie noch einige Minuten sitzen, ehe Sie aufstehen und Ihrem Tagesgeschäft in neuer Form nachgehen.